durch. Hi und herzlich willkommen in meiner Küche. Heute machen wir ein Gericht, das sich der Luki vor 500 Jahren gewünscht hat. Und zwar machen wir heute ein schnelles Erdnussbutter-Curry. Dazu brauchen wir auch nur sehr wenige Zutaten. Ich habe hier schon Süßkartoffeln vorbereitet, wo ich die Haut reingelassen habe. Ihr könnt die natürlich abmachen. Ich finde das so ganz schön, es hat ein bisschen mehr Charakter. Und dann werde ich Brokkoli verwenden. Ihr könnt da wirklich jedes Gemüse reinbatschen, das euch lustig macht. Ich mache dieses Gericht auch sehr oft einfach, wenn ich nur Reste da habe und trotzdem etwas Besonderes machen möchte. Also ihr könnt da alles reinhauen, was ihr möchtet, natürlich. Okay. So, das Schöne an dem Gericht ist, wie gesagt, dass wir nicht zu viele Zutaten brauchen, aber das Gericht geht auch sehr schnell und ihr braucht auch nur einen Pot dafür. Schnell, gut und unkompliziert ist auf jeden Fall eine Kombination, die ich sehr schätze. Mir fällt immer was runter. Dann werde ich jetzt erstmal ein bisschen Honig karamellisieren. Da könnt ihr auch einfach Zucker nehmen oder Agavendicksaft für die Veganer. Also dieses Gericht kann man auch sehr leicht veganisieren. Hätte ich jetzt eigentlich ja machen können, aber gut, ist glaube ich nur der Honig auf jeden Fall, sonst wäre es alles vegan. So, dann gebe ich ein bisschen Kokosnussöl mit rein. Ja, Finger ablecken, nicht zu empfehlen. Dann lasse ich das Ganze jetzt ein bisschen karamellisieren, mache kurz die Hitze runter. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass sich das nicht anbrutzelt. Dann gebe ich jetzt meine restlichen Gewürze rein, da wir auch noch diese Chili-Paste mit reinmachen, könntet ihr auch nur diese Chili-Paste mit reingeben. Da ich jetzt aber frische Zutaten auch da habe, werde ich ein bisschen weniger Chili-Paste reingeben und dafür halt frischen Ingwer und frischen Knoblauch mit reingeben. Dann geben wir jetzt unsere Chili-Paste mit rein. Das kommt immer in so einem ansehnlichen Säckchen. So. Immer darauf achten, dass es nicht zu heiß wird, aber es soll auch schon so ein bisschen braun werden, damit halt der Geschmack sich entwickeln kann. Dann löschen wir das Ganze jetzt mit ein bisschen Sojasauce ab. Geben wir das mit drauf. Das ist zu heiß, muss wieder runter. Das ist dann hier die Geschmacksbase für unser Gericht. Und dann gebe ich jetzt den Brokkoli mit drauf, damit der auch ein bisschen kross werden kann. Ich gebe noch ein bisschen Kokosöl mit drauf. Und dann werde ich den Brokkoli jetzt einfach kurz anbraten mit den Gewürzen und den dann hinterher aber wieder rausgeben und zur Seite stellen, weil der Brokkoli nicht so lange kochen muss wie die Süßkartoffel. Ich persönlich mag das immer ganz gerne, wenn der Brokkoli noch einen schönen Biss hat. Dann hat unser Brokkoli jetzt schön ein bisschen Farbe bekommen und dann gebe ich den hier wieder in unsere Schüssel. Und dann kommt der in den letzten 5 Minuten mit in unsere Suppe. Ja, das geht glaube ich leichter, wenn ich das so mache. Sehr gut. Und dann machen wir dasselbe mit der Süßkartoffel. Dann warte ich sie ein bisschen, bis die Süßkartoffel auch braun ist und dann löscht ihr das Ganze ab. Also ich habe jetzt heißes Wasser einfach genommen und keine Gemüsebrühe, weil wir da jetzt schon so viel Geschmack dran haben mit der Currypaste, dass ich finde, dass man das jetzt nicht unbedingt braucht. Ihr könnt natürlich Gemüsebrühe reingeben, wenn ihr es gerade da habt, wenn ihr gerade eine gekocht habt. Es ist dann natürlich nochmal Premium, aber ja, bei solchen Gerichten mache ich das ganz oft einfach nur mit Wasser. Jetzt lasse ich die Süßkartoffel für so 5 Minuten lang köcheln und gebe dann danach die Kokosnussmilch oben drauf. Ich gebe auch keinen Deckel drauf, weil ich möchte, dass das Wasser so ein bisschen verdampft, damit das Gericht nicht zu flüssig wird. Gebe ich jetzt erstmal den Brokkoli wieder mit rein. Da sind ja auch noch viele Gewürze mit dran. So. Und dann geben wir die, geben wir die Kokosnussmilch mit drauf. Dann stelle ich das Ganze wieder ein bisschen hoch. Dieser Sound.
und gebe den Deckel mit drauf und lasse es dann 5 Minuten lang köcheln. So, jetzt sind 5 Minuten vergangen. Ich habe auch gerade eben ein Brokkoli-Röschen rausgenommen und habe mal probiert, wie es von der Konsistenz her ist. Ich bin da nämlich ehrlich gesagt extrem pingelig. Wenn das zu weich ist, dann ärgere ich mich ganz doll. Was ich jetzt mache, damit wir unsere Erdnussbutter auch schön glatt da reinmischen können, ist, dass ich jetzt ein bisschen mit so einer Schöpfkelle hier rausnehme. Gut, dann nehme ich mir jetzt meine Erdnussbutter und werde da so 2 Löffel reinklatschen, denke ich mal. Jetzt gehe ich da mit dem Schneebesen rein, damit wir auch eine gute Konsistenz bekommen. Wenn ich das da jetzt drüber manche, dann wird das Ganze nicht so glatt. So, dann hoffe ich, dass ich mir das jetzt hier nicht alles über die Visage kippe. Kleine rotierende Kreisbewegungen. Ich würde sogar noch ein bisschen mehr Erdnussbutter reingeben. Kann ein bisschen sämiger auch sein. So, das sieht man auch, dass es von der Konsistenz her schön wird, schön cremig. Und jetzt nehmen wir diese braune Soße und knallen die auf diese hellbraune Suppe. Oh, geil. Gut, jetzt könnt ihr das Ganze noch abschmecken. Also es sollte eigentlich schon ziemlich viel Säure haben, weil wir mit der Currypaste gearbeitet haben, mit dem Ingwer. Süße vom Honig habe ich auch genug. Und den Salz, den wir dazu geben, ist eigentlich nur von der Sojasauce. Ihr könnt natürlich auch einfach Salz dazu geben, aber ich finde das so ein bisschen eleganter. Wenn ihr es jetzt noch ein bisschen köcheln lässt, dann wird das Ganze natürlich noch ein bisschen dicker. Ich mag das aber nicht so gerne, weil die Erdnussbutter dann sämig wird. Also sie wird dann einfach so ein bisschen cremiger und es wird dann ein bisschen trocken im Mund. Und das, ja, gefällt mir nicht so. Das ist aber auch Geschmackssache. Deswegen mache ich das eigentlich immer so als letzten Step und koche die nicht so lange mit. So, es ist soweit. Unser Lieblingspart. Jetzt können wir das essen. Da habe ich nämlich auch noch einen Serviervorschlag, den ich sehr wichtig finde für dieses Rezept, damit ihr da auch alles rausholen könnt. Weil das Rezept dauert ja nicht so lange, das zu machen. Aber ihr könnt es dann wirklich noch pimpen mit ein paar Tricks. Und zwar gebe ich dann immer noch ein bisschen Joghurt mit drauf. Kriege ich das jetzt so hin, dass ich das so schön kleckse? Ja. So. Naja. Könnte Kunst sein. Und dann finde ich ganz wichtig, es gibt echt nochmal dem Ganzen ziemlich viel Charakter, gebe ich so Mandelsplitter oben drüber. Das kennt man eher aus der indischen Küche. Ich bin sowieso ein totaler Fan von Toppings. Auch so Sesam noch irgendwie oben drüber. Ich finde, das macht das Gericht dann echt nochmal einfach ein bisschen schöner. Dann gebe ich noch Koriander oben drauf. Mit Haut und Stiel und allem drum und dran. Ich nehme da nicht nur die Blätter, da könnt ihr euch echt austoben. So, und jetzt esse ich das. Ich komme hier so durch. Ja, was soll ich sagen? Ist sehr lecker. Ja, was ich an dem Gericht besonders mag, ist, dass es echt extrem leicht geht. Also man kann das Gericht immer machen, wenn man mal irgendwie etwas Besonderes machen möchte, aber nicht so viele Zutaten da hat, weil das bei mir echt Zutaten sind, die ich immer da habe. Also kocht es auf jeden Fall nach. Ich würde mich freuen. Ja. Und viel Spaß beim Nachkochen auf jeden Fall. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß.